Hallo ihr lieben Lego und herzlich willkommen zum Let's Trash War Thunder. Ja. Der Christopher darf mich unterstützen, weil es ist ein MMO und ich bin ein bisschen krank. So, da kann ich ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Was ist War Thunder, Christopher? So eine Idee so? Das ist ein MMO, hast du schon gesagt. Jo, man darf mit so Fliegern rumfliegen und Pew Pew machen. Ja. Wir beiden sind schon in der Staffel, hier in so einer Gruppe. Das heißt, ich muss nur noch auf Bereit drücken und dann können wir eigentlich schon loslegen. Das Spielprinzip ist eigentlich relativ easy. Man hat auch schon ein bisschen gespielt, bis man da ist. Braucht man, warte, nach Steam 24 Stunden. Wow, genau, ein Tag, voll nice. Bei mir 12. Hihi. Ja, ich war viel AFK eigentlich. Aber ich bin schon ein klein bisschen weiter wie du. Und es gibt auf jeden Fall einiges Cooles zu sehen. Es gibt hier ein paar Jäger, ein paar Bomber und eigentlich noch richtige Bomber, aber ich habe keinen richtigen Bomber. Ich habe momentan nur Sturzkampfbomber und genau genommen sogar nur einen. Und vier Jäger. Naja. Auf jeden Fall fühle ich mich hier von den BF-109s verarscht. Die sind in der Forschung auf der gleichen Höhe wie die Maschine, die ich jetzt fliege. Und die eine hat eine Wertung von 1,7 und die andere von 4,3. Das ist Das ist bitter. brutalst die Verarsche. Ja, also dazu muss man sagen, je höher, desto besser. So. Das Spielprinzip ist eigentlich relativ easy. Wo bist du? Da unten der Grüne, das ist der Christopher. Hallo. Und ja, wir sollen die feindlichen Flugzeuge zerstören. Die Bombardierungsziele, die sind mit diesen, ja, wie soll ich sagen, Fadenkreuzen Ja, markiert. Fadenkreuz. Und wenn oben der rote Balken leer ist, hat der Gegner verloren, beziehungsweise wenn unserer leer ist, haben wir verloren. So easy wie das, ist ein relativ simples Spielprinzip, aber daher, dass es nicht so lange dauert, eigentlich mal was Schönes für zwischendurch. So. So, jetzt müssen wir ein bisschen drauf aufpassen, dass wir hier nicht irgendwo abstürzen, sondern erstmal ein paar Leute niedermachen. Ach Junge, ich habe noch nicht geschossen, da bin ich wahrscheinlich schon kaputt, ich komme nicht klar. Ja, das ist ein Problem. Man wird manchmal einfach abgeschossen. Ja, oder man stirbt so beim ersten Schuss, weil der Pilot kaputt geht. Ja. Komm schon. Dreh dich, dreh dich. Wobei mir das in so Naja. größeren Flugzeugen, glaube ich, noch nicht passiert ist. Ja, mir schon. Ja gut, ich wurde gerade abgeschossen, da haben aber dafür noch jemanden mitgenommen. Das Einzige, was noch bitterer gewesen wäre, ist, wenn wir ineinander rinfliegen, dann stürzen beide ab und keiner kriegt Punkte. So, dann zeige ich mal eben noch die Stuka. So, die starten noch ein bisschen höher, ein bisschen weiter hinten. Sind ja schließlich Bomber und sollen direkt ins Visier genommen werden. Jetzt suchen wir das Ende der drei Basen aus. Ich hätte gesagt, die äußere. Und dann können wir darüber gleich 5 Bomben abwerfen. So, wow, wir sehen ja gar nicht so schlecht aus mit Punkten. Ein Abschuss, der Führende hat zwei Abschüsse. Du hast auch schon 115 Punkte. Ja, ich hab bin 115. fleißig am Bombardieren. Ach, so. Tja, was macht man denn so alles in seinem Krankenschein und für seinen Kanal? Was soll ich dazu sagen? So, das Problem ist, da wo ich jetzt hinfliegen will, zu der linken Basis da vorne, was ne die Hölle los. Bei Fünf mir ist Flieger. Huhu. gerade gar nichts. Ich bombe einfach nur drauf los. So, jetzt kommen Leute. Wo Ja, man's sagt. jetzt ist die Frage, soll ich dazu den kommen oder nicht? Na, ich bin schon down. Ja gut, ich bin auch noch relativ hoch mit 3000 Metern. Ja. Ich komme mit meinem zweiten Bomber. Ne, ich habe ja mittlerweile drei. Nur drei Bomber. Läuft bei dir. So. Ich kann jetzt auch gleich die linke Basis bombardieren. Und wenn das Fadenkreuz drüber ist, 1, 2, 3, 4, 5. Ist relativ easy. Die hier Bomber, die Stuka-Bomber sind sowieso easy zu handeln. Da muss man nicht drauf achten, dass man richtig fliegt, sondern einfach nur drauf zielt und dann klappt das. So, und jetzt müssten wir eigentlich gleich Punkte bekommen. Stützpunkt beschädigt. Oh, das ist aber läppische Ausbeute. Ah ja, schon besser. 35 und 700. Und 20 Sekunden bekomme ich meine nächsten 5 Bomben. So. Aber momentan ist es hier ein bisschen ruhig. Ich skippe mal ein bisschen durch die Kameras. Der hat ja gar keine coolen. So, noch 6 Sekunden habe ich wieder Bomben abwerfen. Achtung, hinter dir ist jemand.
So, eben war noch mal schnell die Bomben abgeworfen. Ich versuche dir zu helfen. Allerdings, wie gesagt, das hat sich schon erledigt. Bist du kaputt? Ja. Lebst. Ja, meine Kapsel schießt schon. Aber mit dem dritten Bomber habe ich gar keine Bomben. Das heißt, der ist unnötig eigentlich. Guter Bomber auf jeden Fall. Boah, Junge, wie weit führen die denn schon? Boah, wir haben... Ne, wir haben ungefähr von Stützpunkten her gleich viel kaputt gemacht. Aber die führen ja brutal. So, ich habe wieder Bomben. Da vorne kommt der dritte Stützpunkt. Den mache ich jetzt mal noch kaputt. So, noch immer übertragen. Wie weit ist, so weit ist das gar nicht mehr. Okay. Jo, Flugzeug zerstört. Läuft bei dir. Do 217J, ein schwerer Jäger. Der deutschen Luftwaffe. Meine Kanzel schießt. Ja, meine auch und ich brenne. Es wäre sehr geil, wenn ich jetzt wieder aufhören würde zu brennen. Na, leider nicht. Flugzeug ausgebrannt. Ha, aber ich habe die Zone zerstört, immerhin. Oh, ich kann mich nicht beklagen. 500 Punkte auf einem Stuka-Bomber haben wir schon schlechter gesehen. Ich habe gerade eine Abschusshilfe bekommen. Mit meiner Kanzel. Läuft bei dir. Ich muss jetzt leider mit meinem Ramsch BF 190 ran. Hier steht Rang, dann Kampfeinstufung 1,7 im Vergleich zu der Kampfeinstufung 4,3. Richtig läppsch. Naja. Aber agil sind die, wie Sau. Aber ich denke, ich könnte Nadeln werfen und wäre wahrscheinlich stärker. Das läppsch. Ja, gerade eben hatte ich noch ein bisschen Stranded Deep gespielt. Kennst du das? Gesehen. Und ist es? Quasi wie Alter. Ach so. Kennst du das Spiel? Hast du das selbst schon gespielt? Nee, bei anderen gesehen. Ja. Es ist ganz witzig, aber ich denke, es wird schnell monoton. Es geht halt darum, dass man auf einer Insel gestrandet ist und also genau genommen, man überlebt in Flugzeugabsturz jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet. Finde ich ein bisschen unrealistisch. Aber danach kommt man halt auf so eine Inselgruppe quasi mitten im Pazifik und da gilt es dann eben zu überleben. Und ja, wenn man sich dann ein bisschen die Zeit da tut, am Anfang ein paar ich stürze ab, ein paar Rezepte nachschaut, ist es eigentlich nicht so schwierig. Abgesehen davon von den Haien, die ihn ab und an mal beißen müssen, aber das gönnen die sich so. Jo, Pilot ausgeschaltet. Deiner? Ja. Läpsch. Junge. Ich glaube, wir können mehr wie zwei Runden spielen. Guck mal, die Dorf, die ist gleich gegessen. Sehr gut. Aber ich bin jetzt eine Dreiviertelstunde, ne? Oder? Das kommt immer drauf an. So eine halbe mache ich meistens mindestens. Eher mehr. Das kommt immer drauf an, wo ich zum guten Punkt komme. Das war's. Oh. Wer hätte jetzt gedacht? Naja. Lief ja auch nicht sonderlich gut für uns. Nee. So. Wenn man dann Punkte in der Runde macht, bekommt man hier so Forschungspunkte und die kann man dann investieren. Gut, dass ich direkt was freischalte. Einen neuen Kühler, den kaufe ich mir, bekomme irgendwelche Boni. Und ja, forschen wir mal den letzten Bombenslot. So. Oh ja, genau ein Abzeichen. Ein Jägerretter. Mehr nicht. Läpsch. Okay, das war nichts. So. Die Forschung läuft noch für die BF 109. Da werden sie wieder ein bisschen besser. 3,0 und 3,3 ist jetzt noch nicht übertrieben gut, aber 4,3, 5,3, wow. Ich glaube, ich sollte besser den hier forschen. 11.000 kostet der. Der 14. Naja, da habe ich beide erforscht, bevor der 5,3 ja durch wäre. Naja. Ja. Nächste Runde? Ja, meinetwegen. Und direkt loslegen.
Nee. Mach mal letzte Runde. So, Vorherrschaft. Ah, ich dachte schon Luft über Luftmacht. Ja. Das wäre läppisch Das gewesen. wäre ja. Was müssen wir machen? Landen. Jo, wir müssen landen. Gut, dann fange ich direkt mit einem läppischen Flieger an und probiere das direkt. A oder B, A oder B. B. Okay. Weil landen kann man im Spiel hier auch. Ist eigentlich schon nicht so schwierig. Wobei, mir noch keine Simulatorschlacht gemacht. Allerdings stelle ich mir die auch nicht so geil vor. So. Okay, ich starte direkt so, dass ich auf A schaue. Naja, sekundäres Missionsziel erhalten. So. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Fahren wir mal unser Fahrwerk aus und nehmen den Schub weg. So dass wir auch Chancen haben, überhaupt zu landen. So, der hat den Punkt schnell erobert, bevor ich überhaupt den Boden ankam. Top. Dann versuchen wir jetzt mal ein paar Leute abzuschießen. Ich fahre mal mein Fahrwerk wieder hin. Ich brenne. Es ist so wie immer. Dafür lande ich jetzt. Mein Motor ist ausgefallen. Mein Propeller dreht sich nur noch, wenn ich nach unten fliege. Also ich Ich denke, das ist erobere. ein gutes Zeichen. So, komm mal lieber mal mit einem Flieger, der ein bisschen Schaden macht. Weiche Landung. Oh, der ist gelandet, dieser. Ah, ich sehe es auf B. So. B ist erobert, oder? Ja. Momentan gehören beide uns. Deswegen versuche ich jetzt noch ein paar Kills zu bekommen, damit das auch so bleibt. Da oben, der ist am nächsten. Komm schon. Treffer, kritischer Treffer. Komm, der ist doch kaputt. Ich versuche jetzt mal ein paar Beide Bodenziele meine auszuschalten. Maschinengewehre sind ausgefallen. Der ist nur nicht kaputt. Sieht aus wie ein schwerer Jäger oder ein Bomber. Der könnte doch jetzt mal kaputt gehen. Könnte ein Japaner sein. Komm schon, gönn dir, gönn dir, gönn dir, gönn dir. Yes, ja, bitte zerstören. genommen. Ich wäre fast abgestürzt. Okay, die haben A erobert. Ja. Frechheit. Was bedeutet Krieg? So, da ist der nächste. Ja, dann habe ich nicht schnell genug zum Drehen. So, ich habe jetzt genau. Oh, habe ich gerade im Vorbeifliegen zerstört. Richtig nice. Ich habe jetzt genau noch eine Bombe und ich versuche einen Bunker zu zerstören. Ich habe keinen Schub mehr. Okay. Ich darf auch nicht hochdrehen. Und bis A ist es ein bisschen weit, als dass man dort landen könnte. 243 Sachen habe ich auf der Uhr. Naja, ausprobieren tue ich es auf jeden Fall. Probieren geht über Studieren. Na. Vor allem, wenn ich auf A lande, könnte ich mich reparieren lassen. Komm schon. 190 km/h auf der Uhr. Ich muss nur schauen, dass ich waagerecht bleibe. Oh. Boah, das war eine butterweiche Landung. Bremsen, 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 bremsen. Ich bin zwar nicht dort gelandet, wo eigentlich die Landebahn gewesen wäre, aber ich bin gelandet. Ja. Gelandet, weiche Landung bekommen, abgeschossen. Die Reparatur hat gerade angefangen.
Naja gut, aber was hätte ich das dann machen? Wie repariert man sich denn? Einfach stehen bleiben, das geht von automatisch an. Ich hab das noch nie gemacht. Das dauert aber 30 Sekunden, also ist voll das Risiko, gerade weil hier die Flugplätze mitten im Schlachtfeld sind, wird man dann direkt zur Zielscheibe. Telefon. Aber B ist gerade nicht unter Beschuss. Mein Telefon hat eine eigenartige Sonderheit. Man drückt auf den roten Hörer und es klingt einfach weiter. Da sollte man mal meinen, dass der eigentlich einen Sinn hatte, gell? Naja, es wird schon gleich aufhören. Hörst du es überhaupt klingeln? Ich? Nee. Dann ist es ja nur absolut. So. Pilot ausgeschaltet. Tja, ich hab's mal eben. Naja. Ausgeschaltet. Einfach so. Hat's kaputt. Aber rausgeschaltet. So. Der kommt näher. War noch nicht in Schussreichweite. So. Wir haben keine Bodeneinheiten mehr und hier haben noch 7. Wir müssen mal. Hopp. Was hat er denn tun? Ja, wobei, eigentlich. Ja, ist nicht so wir kennen das eh. Bodeneinheiten könnten es halt trotzdem übernehmen. Nur alles. Was halt eben auch nicht schwer. Abschusshilfe! So, komm, wo ist mein nächstes Ziel? Ich habe dich zwar getroffen, aber das da ist noch kein Esel wert. Abschusshilfe! Diesmal gewinnen wir! Ach, wenn ich gerade Arzt bin, glaube ich. Du bist so weit weg, ich kann dir nicht helfen. Ich sterbe. Ist kein Problem. So. Ich komme dem Ganzen hinterher. Ich hatte 485 Sachen auf der Uhr. Ich komme dem jetzt hinterher. Oh, und auf mich wird geschossen. Allerdings glaube ich nur indirekt. Ja. Treffer, kritischer Treffer, ich war schon. Ja, ich bin abgeschützt. Ach, als ob. Ich hab dich abgeschossen. Erklär doch mal, wie das geht. Weiß ich nicht. Das ist aber witzig. Ich komme dir zu helfen. Ich komme, oh, schieß dich ab. Ja, das ist doch nicht die Feier, gell? So, noch eine Abschusshilfe. Alles aus dem Flugzeug, wo ich keine Bombenhilfe mehr bekomme. Da ist Slash. Ich versuche jetzt mal einen Bunker auszuschalten. Aber egal, wir sind schon kurz besiegt. Yeah! Zerstört. So. Flugzeug zerstört, er fliegt durch mich durch, ich verliere meine Flüge. Und. Boah, unser erster ist brutal gut. Der hat einfach. Na, man hat schon gewonnen. Ich komme gerade nicht mehr zum Einstieg. Aber der von denen hatte auch 10. Gekillt. Die haben sich wahrscheinlich einfach gegenseitig immer gekillt. Ja, wahrscheinlich. Ich habe den letzten Kill der Runde gemacht. Ich habe 4 ausgezeichnete Zusammenarbeiten. Ja, das. Ich habe 784 Forschungspunkte auf M-Flieger gemacht, die mir nichts bringen.
Ich habe eine Einladung bekommen. Eine Oder? Einladung. Okay. Ach so, nee, ich soll Leute einladen. Und Ah, dafür okay. kriege ich dann Zeug. Hübsch. So, sollen wir dann noch eine Runde Panzer fahren gehen? Ja. Wie ging das nochmal? Du klickst unter Spiel starten auf Arcade Luftschlachten und wählst dann Arcade Panzerschlachten aus. Jetzt? Arcade Panzerschlachten. Da. Das, was ich bis jetzt immer noch nicht rausgefunden habe, wie bekomme ich denn jetzt wieder angezeigt, dass wir in der Staffel sind? Ach, hier! So. So. Kann man loslegen? Ich muss nur noch eine Forschung beginnen. Hihi. Ah ja, apropos bringt. Forschung. Jetzt werden. Hier sieht man jetzt den Unterschied zwischen Forschung auf dem Land, die ich habe, und Forschung in der Luftwaffe. So. Da habe ich schon ein bisschen was. Und im Heer habe ich genau eine Runde bis jetzt gespielt, gell? Eine Runde hat man gespielt. Eine. Läuft bei uns. Darum sind wir jetzt auch total erfahren. Ich bin mal gespannt, ey. Machst du ready? Ich bin ready. Einige Mitglieder deiner Staffel sind noch nicht für die Teilnahme der am ausgewählten Spielmodi bereit. Icebreaker XD. Kein verfügbares Fahrzeug. Okay. Jetzt? Ja. Läuft bei uns. Mal sehen, wie das da jetzt klappt. Aber Panzerfahren ist läppisch, wenn man vorher fliegt. Fliegen macht einfach viel mehr Bock. Ja, vorhin meine ich, wäre ich voll am Driften gewesen letztes Mal. Ja, Deutschland drift Panzer. Dann ist es logisch, dass man driftet, oder? Gibt's Panzer, die dafür ausgelegt zu driften? Ich dachte, keine die. Ahnung, Junge. Wahrscheinlich. Ich hätte jetzt gesagt, eher nicht. Nee, wahrscheinlich ja. nicht. Wahrscheinlich nicht. Dauert auch einen guten Eng länger. Ja. Wie die Suche nach Flugschlachten. Ich hätte nur gesagt, das ist einfach unbeliebt. Kann ich verstehen. Komm schon. Was ist hier los? Warte auf Schlacht 135. Ich kann dann nochmal neu starten, wenn du meinst. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Wir könnten doch einfach nur eine Runde fliegen gehen. Ja. Neu starten. Ja, neu starten. Warte auf Schlacht 140. Ich weiß nicht, ich dachte immer, die Zahl wäre. Warte auf Schlacht 99. Ist sie jetzt besser, wenn sie größer oder kleiner ist? Kleiner, Keine oder? Ahnung. Nee, größer. Ja, hätte ich schon gesagt. Nee, kleiner hätte ich gesagt, ist besser. Wie gesagt, das sind Server. Ach, egal, wir sind drin. Ja. Wir haben aber nur einen Panzer. Das heißt, es gibt keine Auswahl und es gibt keine Bomberpanzer. Das ist schade. So. Okay. Hatten wir das nicht schon letztes Mal? Ich glaube, es ist wirklich genau die gleiche Karte. Naja, wir werden sehen. Standard Tarnanstrich. Zufälliger Einstiegspunkt. Einstiegspunkt 1 oder 2. Und in die Schlacht. Panzer 2C. Hehe. Belohnung 10%. Kampfeinstufung 1,0. So, Moment. Na, da bist du ja. Du fährst schon wieder keine deutschen Geld. Nö. Aua. Ja, erinnert mich an den Lappen, wieder euch schießen. Ich glaube, ich weiß, warum die Leute kein Panzer fahren. Weil die anderen das eine mit einziehen. Ja. Okay. Benötigt weitere Punkte. Okay. Ritter! Ich hänge fest. Oh. Guck mal, was dabei rumkommt. Vielleicht kriege ich schon ab und zu da, dann in der Zwischenwurst.
ist doch relativ cool. Ja. So, wir erobern gleich A. Die erobern Bereich B. Ich meine, doch, das wäre genau die gleiche Karte. Ja, geh nicht. Ich muss doch. Ich kann da jetzt vor mir bewegen. So, Labs. Ich konnte mein Turm nicht mehr bewegen. Der Richtschütze war bewusstlos. Voll hübsch! Aber irgendwie hat ich 263 in 236 Punkte gemacht. Ja, ich habe aber eine Abschluss. Nee, eine Medaille habe ich. Doch, eine Abschluss. Strange. So, wo bin ich geworden? Ah, ja, genau dort, wo ich nach dem 8. wollte. Ja. Besatzung ausgeschaltet. Ich dachte irgendwie, dass das Doppelpolitik war. Es hat doch einfach alle vier gleichzeitig getroffen. Ich habe ich nicht drauf geachtet. Ich glaube, ich habe auch gar nichts bekommen. Jemand hat Flieger gespawnt. Und die hat 8 zwei Stück. Also man merkt selbst in der Panzerschlacht. Alter! Was geschieht da irgendwie recht? Nee. Hey. Hey. Okay. Der Flieger ist kaputt. Das hab ich noch. Okay. Können wir mal gut da übernehmen? Oh yeah, ich komme und erobere direkt. Hamza. Warte. Und hängen fest. Jetzt nicht mehr. Ah, ich hab getroffen. Yeah! Einfach auf Verdacht geschossen, oder? Hm? Was sagst du? Ob du einfach auf Verdacht geschossen hast. Wie, ich hab Verdacht geschossen? Auf Verdacht, wenn du triffst. Achso, nee, ins Rote Kreuz. Wir erobern nach einfach Punkt B, was ist hier los? Die wehren sich gerade. Oh, ich kann als Flieger ansteigen. Das wollen wir auch.
gerade aufschlagen. Ja. Ich kann nicht mehr fahren. Doch, jetzt kann ich wieder fahren. Ja, der repariert das. Der passt auf uns. Ich bin kaputt. Junge. Einen habe ich noch. Ich wollte eigentlich eine Runde fliegen. Ja, bei mir. Ich glaube, man muss ihm spammen. Wobei man, wenn man das haben möchte. Macht man hier? Ja, ich hab schon mal so viel. Ich hab 1200 unter Uhr. Damit ich 1300 Punkte im Luftkampf machen muss, ich gut laufen. Ich, wo siehst du das? Läuft bei dir! Da geht's so. Ich hab das auch nicht gerafft gerade. Jetzt hab ich gelegt. 8! Das hat gerade gedrückt, ich hab's gedrückt. Feindliche Truppen haben mein Gebiet eingenommen! Ja, leider nicht. Die 8 hat mir geblinkt, da war ich doch gefahren. Man hat schon quasi gewonnen. Haben wir die gerade rum, dazu repariert. Das Labs. Ja. So. Wie bei den Panzer mit den Bleibchen. So. Luftschlacht startet. Kurz vor Schluss noch. Richtig geil. Ja, den Flieger kenne ich sogar. Ja, den habe ich im normalen Luftkampf auch. Flugzeug zerstört. Hinter mir ist ein anderer Flieger. Okay. Meine Scheibe ist vereist. Oder okay. So. Das hat ich so im Sturzflug geflogen bin. Warum sind wir so weit? Gefährlich. Flugzeug zerstört. Was ist hier los? Verbündete Truppen haben mein Gebiet eingenommen. Ja! Lief eigentlich erstaunlich gut. Wow. Adamant verliehen für das Überleben einer Vielzahl von Treffern. Ja, ich dachte, Feindmann-Panzer. Ein Flugzeugabschuss. 3 Abschusshilfen. Naja, passt doch. So. Oh, ich hab was erforscht. Ja. Ich noch nicht. Feuerkraft kaufen. Oder doch, ja, doch, klar. Ich habe Bremsen erforscht. Bremsen?
Hatte der bei mir. Keine Ahnung. Läuft bei dir. So. Jetzt gucken wir mal eben. Modifikation. Jetzt kann ich hier andere panzerbrechende Granaten. Und die Mannschaft kann man verbessern, aber eigentlich ist es auch uninteressant. Wir fahren eh kein Panzer mehr. So, nee. Aber ich hätte gesagt, das hat mir genug Geschmack von Wartana gegeben. Ja. Reicht dann jetzt mit Panzerfahren. Wir zwei bedanken uns, denke ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wir gehen jetzt lieber hin und spielen weiter Normalmodus-Flieger. Und schaltet wieder ein, wenn es was Neues gibt. Und tschüss, ihr Lieblinge. Tschüss.